Hallo Stadtgärtner, dies ist Kapuzinerkresse. Dies ist eine wichtige Gemüsepflanze, vor allem aber auch eine Zierpflanze, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. Viele Pflanzen sind an Stellen, wo andere Pflanzen schlecht wachsen, weil sie wenig Platz brauchen und sich stark ausbreiten kann. So eine einzelne Kapuzinerkresse-Pflanze könnte auch so eine große Fläche allein zuranken. Worauf ihr achten müsst, Kapuzinerkresse wird gern von der schwarzen Bohnenlaus befallen. Viele denken, wir pflanzen eine Kapuzinerkresse, dann gehen die Bohnenläuse bloß an diese Pflanze und lassen die anderen in Ruhe. Es läuft eher gegenteilig. Sie vermehren sich an dieser Pflanze und befallen dann andere. Also wenn ihr einen Lausbefall an der Kapuzinerkresse seht, bekämpft ihn. Nehmt am besten Seifenlösung, also 5% Seife, 95% Wasser, einsprühen, die Läuse sind tot. Oder ihr setzt Marienkäferlarven hinein, dass sie diese Läuse auffressen. Dadurch haltet ihr die Läuse davon ab, an andere Pflanzen heranzugehen. Die Kapuzinerkresse kann als Gemüse, die Blüten auch als Deko für den Salat verwendet werden. Damit wünsche ich euch viel Spaß und probiert ein bisschen mit der Kapuzinerkresse verschiedene Sachen aus.